Du bist Politik Digital. Ein Videopodcast der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Landeszentrale für politische Bildung, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Livestream in der Reihe Du bist Politik digital. Heute hier aus der Volksbühne am Kaulenberg in Halle an der Saale. Mein Name ist Jan Bartelheimer, ich bin Referent der Landeszentrale für politische Bildung und leite in dieser Funktion die Literaturstelle in Magdeburg. Heute geht es um die Vorstellung eines Buches mit dem Titel Stadtgeschichte auf Fotografien, Halle-Saale im 20. Jahrhundert, wie Sie es hier auch eingeblendet sehen können. Wir konnten als Landeszentrale dieses Buch mit unterstützen und ich bin auch sehr erfreut, heute hier im Rahmen der Buchvorstellung eine der Mitherausgeberinnen, Frau Susanne Feldmann, begrüßen zu dürfen, sowie zwei Autorinnen, die mit ihren Beiträgen am Buch mitwirken konnten, Frau Fahrich und auch Frau Seeger. Ich wünsche Ihnen also heute im Rahmen dieses Livestreams spannende und auch interessante Einblicke zu diesem Buch und auch zu diesem Thema und übergebe an Frau Feldmann. Vielen Dank. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich, wie auch Ute Fahrich, Kuratorin am Stadtmuseum Halle, und Antje Seeger. Sie leitet das Bildarchiv am Institut für Kunstgeschichte der Martin-Luther-Universität. Und Herr Bartelheimer hat es gesagt, Sie haben jeweils einen Beitrag zu dem Buch geschrieben. Und da werden wir später noch drüber sprechen. Ich würde Ihnen gerne zu Beginn etwas über die Entstehungsgeschichte des Buches erzählen. Und zwar ist es so, wir haben im Stadtmuseum Halle 2018 den zweiten Teil der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung eröffnet. Sie sehen hier ein Bild aus dem Themenbereich politische Gemeinde im 20. Jahrhundert. Das ist der zentrale Themenbereich in dieser Ausstellung. Dort sind viele Fotografien zur politischen Geschichte von Halle im 20. Jahrhundert zu sehen. Und wir hatten die Idee, sozusagen begleitend zur Eröffnung dieses Teils der Dauerausstellung eine Vortragsreihe zusammen im Institut für Geschichte an der Martin-Luther-Universität zu machen. Daniel Watermann, der Mitherausgeber, der leider heute Abend nicht hier sein kann, hatte dann die Idee, er war damals, muss ich dazu sagen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut, und er hatte die Idee, man könne doch einmal die Stadtgeschichte bildgeschichtlich erforschen, das heißt auf der Grundlage von Fotografien. Wir haben dann für diese Vortragsreihe als Kooperationspartner den Verein für Hallische Stadtgeschichte gewonnen und zu dritt haben dann Herr Watermann, Holger Zaunstöck, der Vorsitzende des Vereins für Hallische Stadtgeschichte, und ich diese Vortragsreihe entwickelt. Und im Jahr 2018 haben dann 8 Themenabende im Stadtmuseum Halle stattgefunden. Sie sehen hier das Plakat zu der Vortragsreihe und es wurden insgesamt 22 Kurzvorträge fanden statt. Die Mitwirkenden waren allesamt Akteurinnen und Akteure aus der hallischen Stadtgeschichte. Und was uns damals sehr gefreut hat, war, dass die Vortragsreihe auf sehr großes Publikumsinteresse gestoßen ist. An einem Abend waren also 80 Besucherinnen und Besucher da. Ja, und durch diesen schönen Erfolg waren wir dann sozusagen ermutigt, an den Mitteldeutschen Verlag heranzutreten. Wir haben ihn gefragt, ob er Interesse hat, die Vorträge in einem Aufsatzband zu veröffentlichen. Und die Tatsache, dass wir heute Abend hier sitzen, zeigt, dass das geklappt hat, wofür wir dem Mitteldeutschen Verlag auch nochmal sehr danken möchten. Und diese
Dieser Aufsatzband ist genau wie die Vortragsreihe eine Gemeinschaftsproduktion im besten Sinn. Auch hier sind wieder Autorinnen und Autoren aus dem stadtgeschichtlichen Netzwerk von Halle versammelt. Das sind neben Frau Seeger und Frau Fahrig und uns beiden Herausgebern Kolleginnen und Kollegen vom Stadtmuseum, aus den Frankischen Stiftungen, von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, von der Gedenkstätte Roter Ochse, von der Martin-Luther-Universität und noch einige mehr. Und an dieser Stelle möchte ich mich gerne auch bei allen nochmal für ihr großes Engagement bedanken. Worum geht es in dem Buch? Was ist der Inhalt? Wie ich schon sagte, die Idee ist, die Grundidee, dass man die Stadtgeschichte von Halle im 20. Jahrhundert auf der Grundlage von Fotografien erforscht, und zwar auf der Grundlage von Fotografien von Ereignissen, die in Halle stattgefunden haben. Dass man sich auf diese Weise mit Fotografien und ihrer Wirkungsmacht beschäftigt, hat sozusagen erlebt gerade einen Aufschwung und hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass wir in einem visuellen Zeitalter leben, dass die Medienberichterstattung ohne Fotografien nicht mehr denkbar ist. Ähnliches lässt sich für die sozialen Medien sagen. Eine andere Erfahrung ist, dass Fotografien das Potenzial haben, sich in das kollektive Gedächtnis der Menschen einzuprägen. Ich denke, wir erleben das gerade auch wieder in Zeiten von Corona, wenn Sie an die Bilder von Papst Franziskus denken, der alleine auf dem Petersplatz betet, oder an die Bilder der Särge aus Bergamo und New York City, oder geradezu unfassbar, die Bilder, die uns Ende letzter Woche von den Stränden in Großbritannien erreicht haben. Historische Fotografien erfreuen sich auch großer Beliebtheit, gerade in lokalen Kontexten. Sie werden vielfach in sozialen Medien geteilt. Da gibt es also Gruppen, zum Beispiel auf Facebook, auch für Halle, wo Tausende von Mitgliedern versammelt sind und eben diese Fotografien teilen. Und diese Entwicklung, die ich jetzt beschrieben habe, die wird im Grunde genommen von der Wissenschaft mitvollzogen. Die Forschungsrichtung der Visual History oder auch auf Deutsch Bildgeschichte, Bildwissenschaft nimmt immer größeren Aufschwung. In dieser Bildwissenschaft werden im Grunde genommen Fotografien auf wissenschaftlicher Grundlage gelesen und gedeutet. In dem Buch spannen wir den Bogen zeitlich vom Besuch des deutschen Kaiserpaars 1903 in Halle. Da sehen Sie hier das Foto von der Kutsche mit dem Kaiserpaar vor dem Rathaus von Halle. Es geht auch um die Besuche der ersten Sekretäre des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, 1953 in Halle, und 1972 war Erich Honecker zusammen mit Fidel Castro in Halle. Und den zeitlichen Bogen nach hinten beendet der Eierwurf auf Bundeskanzler Helmut Kohl, 1991 auf dem Halleschen Marktplatz. Neben diesen Besuchen von Regierenden geht es auch um revolutionäre Ereignisse wie die Märzkämpfe 1919. Da sehen Sie hier eine Fotografie, aber auch die Märzkämpfe 1921, den Volksaufstand am 17. Juni 1953 oder auch der gesellschaftliche Umbruch im Herbst 1989. Ein Beitrag beschäftigt sich mit dem jüdischen Leben in Halle vor 1938 auf der Grundlage von Familienfotos. Das Foto sehen Sie hier. Es geht um die Zeit des Nationalsozialismus und das Kriegsende.
Es spielen eine Rolle das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am heutigen Hansering. Sie sehen hier ein Foto. Der Hallmarkt spielt mehrfach eine Rolle oder auch das Fäuste-Monument am heutigen Riebeckplatz. Es geht um den Bau von Halle Neustadt und den Verfall der hallischen Innenstadt zu DDR-Zeiten. Jedes Jahrzehnt im 20. Jahrhundert ist mit mindestens einer Fotografie vertreten. Natürlich ist es so, dass die Bildgeschichte von Halle nicht 1991 mit dem Eierwurf auf Kanzler Kohl endet. Die ließe sich bis heute fortschreiben, beispielsweise das Stadtjubiläum 2006. Die Flut, das Hochwasser 2013 bis hin zum Anschlag von Halle im Jahr 2019. Das Kriterium für die Auswahl der einzelnen Beiträge war letzten Endes die Qualität des Fotos, also seine Wirkungsmacht, seine Ausstrahlung, Bedeutung des jeweiligen politischen Ereignisses hat eine Rolle gespielt, beziehungsweise das Zusammenwirken dieser beiden Kriterien. Es sind durchweg Fotos von lokalen Anlässen, aber es sind immer Anlässe, Sie haben das schon gemerkt, Bundeskanzler Kohl, der Kaiser, die ersten Sekretäre des ZK, der SED. Sie haben immer auch überregionale Bedeutung, beziehungsweise sind beispielhaft für allgemeine gesellschaftliche Entwicklung. Und letzten Endes ist es so, dass es gerade oft Fotos sind, die uns zeigen, dass deutsche Geschichte sich eben nicht nur in Berlin abgespielt hat oder an Orten von nationaler Bedeutung, beispielsweise in der Stadt der Reichsparteitage der NSDAP Nürnberg, sondern dass deutsche Geschichte sich immer auch in Halle abgespielt hat, des Öfteren auch in spezifischen Ausprägungen, also sozusagen auf lokaler Ebene. Zum Beispiel hat es auch hier nationalsozialistische Masseninszenierungen gegeben. Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 hat hier besondere Ereignisse hervorgebracht, eine besondere Rolle gespielt, ebenso der gesellschaftliche Umbruch im Herbst 1989. Bei der bildgeschichtlichen Erforschung von Fotografien geht es nun darum, dass Fotos nicht einfach als Bebilderung von Stadtgeschichte angesehen werden, sondern dass man sie als eigene historische Quellen, als eigene historische Zeugnisse zur Stadtgeschichte untersucht und so neue Zusammenhänge und neue Deutungsmöglichkeiten für die Stadtgeschichte Geschichtsforschung erschließt. Manchmal sind es überhaupt erst Fotografien, die uns darauf bringen, uns mit bestimmten Anlässen zu beschäftigen, die Ereignisse, die sie beschreiben oder die sie darstellen und die Zusammenhänge näher zu untersuchen, eingehender zu beleuchten. Frau Fahrig, bei dem Foto, was wir jetzt sehen, ist das, glaube ich, der Fall gewesen. Ja, ich übernehme gleich. Sie können das Foto jetzt sehen, um das es geht. Wir haben für unsere Dauerausstellung Fotos in den Sammlungen des Stadtmuseums gesichtet und stießen unter anderem auf dieses Foto, das eine Kundgebung auf einem hallischen Platz, dem Hallmarkt, zeigt. Eine, ich würde fast sagen, typische Massenveranstaltung in dieser Zeit, und dass davon ein Foto existiert, ist eigentlich auch erstmal nichts Besonderes. Der Bildtitel auf der Rückseite sagte uns recht schnell, wo das ist, wann das ist und wer da spricht. Es ist Walter Ulbricht, zu der damaligen Zeit der erste Sekretär des ZK der SED und der stellvertretende Ministerpräsident. Und die Veranstaltung fand statt am 28. August 1953. Soweit, so gut. Wir haben das erstmal hingenommen und haben dann aber angefangen, uns zu fragen, warum zu dieser Zeit an diesem Ort eine Massenkundgebung stattfindet. Und so sind wir in die Forschung gegangen und haben wirklich Stück für Stück Erstaunliches zutage gebracht.
Dazu möchte ich aber später sprechen und gebe erst mal wieder zurück. Ja, danke, Frau Fahrig. Sie merken schon, die bildgeschichtliche Erforschung von Fotografien geht weit über das hinaus, was auf so einem Foto zu sehen ist. Es geht um technische Fragen. Es geht darum, wo steht der Fotograf, die Fotografin. Es geht darum, welche Perspektive wird gewählt, welche Bildkomposition. Und es kann beispielsweise auch eine Rolle, wenn es um technische Fragen geht, es kann auch eine Rolle spielen, was für eine Kameraausrüstung steht zur Verfügung, Frau Seeger. Sie als ausgebildete Fotografin, wenn ich das verraten darf, können uns da vielleicht noch ein bisschen was zu erläutern. Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch das alles zu beachten. Welche Technik hat zu der Aufnahme geführt? Wo stand der Fotograf? Auch was danach noch im Prozess passierte, weil Manipulationsmöglichkeiten für das Bild gibt es sehr, sehr viele in sozusagen in jedem Schritt von der Aufnahme bis hin zum fertigen Bild. Wenn man zum Beispiel an den Aufnahmestandpunkt denkt, so eine gewisse Untersicht lässt die Dinge größer, monumentaler wirken. Oder sie können die Raumwirkung beeinflussen durch die Wahl des Objektivs. Und später, das ist uns natürlich auch ganz klar in der Software, die wir heute haben, dass die Manipulation unermesslich ist. Aber man kann auch sagen, dass bereits früher schon die Fotografen in der Dunkelkammer, eigentlich solange die Fotografie existiert, auch schon alles genutzt haben, was ihnen an Manipulationsmöglichkeiten zur Verfügung stand. Vielen Dank. Die Materialität spielt auch eine Rolle von den Fotos selbst. Zum Beispiel, wie sieht die Rückseite aus? Sie sehen hier die Rückseite des Fotos, was wir eben gesehen haben, von Walter Ulbricht auf dem Hallmarkt. Sind auf der Rückseite Informationen zu finden? Was sind das für Informationen? Und selbst sozusagen das Fotopapier, auf dem ein Foto abgezogen ist, kann wichtige Indizien liefern. Dann ist natürlich ganz wichtig zu ermitteln, wer ist der Fotograf oder die Fotografin, wer hat das Foto in Auftrag gegeben, wer oder wo ist es zum ersten Mal veröffentlicht worden, ist es weiterverwendet worden und Frau Seeger hat schon darauf hingedeutet, ist es bearbeitet worden, wie ist es bearbeitet worden, ist es sogar manipuliert worden. Es geht also darum, Zusammenhänge zu ermitteln, in denen Fotografien entstanden sind, wie sie verwendet worden sind. Und das Ganze läuft dann eigentlich auf die Frage hinaus, welche Aussagen sollen mit Bildern getroffen werden, welche Absichten werden mit Bildern verfolgt, welche Wirkung soll erzielt werden. Denn Fotos sind nicht objektiv, sie sind gemacht, sie sollen bestimmte Sichtweisen vermitteln, sie dienen Propagandazwecken und werden dazu, wie schon jetzt mehrfach gesagt, bearbeitet und auch manipuliert. Der Ansatz, sich auf diese Art und Weise mit Fotografien zur Stadtgeschichte von Halle zu beschäftigen, ist von den Autorinnen und Autoren sehr engagiert und sehr produktiv aufgegriffen und umgesetzt worden. Sie haben alle, die beteiligt waren, große Entdeckerfreude an den Tag gelegt, bis hin zu detektivischem Eifer. Und haben so wirklich neue Zusammenhänge und neue Themen für die Stadtgeschichte erschlossen. Ganz praktisch sah das dann so aus, dass jeder Autor, jede Autorin von einem sogenannten Hauptfoto in ihrem Beitrag ausgegangen ist und von da aus dann die Ereignisse und die Zusammenhänge entschlüsselt und erschlossen hat. Meistens auch unter Hinzuziehung von weiteren Fotografien.
Und wie das jetzt konkret vonstatten gegangen ist, das wollen wir jetzt an den beiden Beiträgen von Frau Fahrig und Frau Seeger Ihnen noch ein bisschen vorstellen. Wir fangen mit dem Beitrag von Frau Seeger an. Der ist überschrieben Dank- und Bittgottesdienst an der Pauluskirche. Wir begeben uns damit in die Anfangszeit des Ersten Weltkriegs. Und Frau Seeger, was ist auf Ihrem Foto zu sehen? Und worum geht es sozusagen in Ihrem Beitrag? Genau, also auf meinem Foto ist die Paulustreppe zu sehen mit der Pauluskirche im Hintergrund. Wir sehen rechts und links am Treppenaufgang eine Vielzahl von Menschen, auch unterschiedliche Gruppen, also zum Beispiel vorne rechts. Das sind Jungs mit Hut und die haben auch Fahnen dabei. Das ist sozusagen ein Verband oder mehrere Verbände des Jungen Deutschlandbundes, ein Bund, der 1911 gegründet wurde zur Militarisierung der Jugend. Weiter hinten sehen wir dann Männer mit Zylinder und Gehrock, sozusagen als Ausdruck ihres Standes. Also sie sind aus dem Bürgertum. Und ganz hinten, das ist schon ein bisschen klein, sind viele hallische Chöre, die dort Aufstellung genommen haben, also direkt vor der Kirche. Dann in der Mitte der Treppe, da steht Pastor Knoblauch im Talar. Er hat die Hände vor dem Bauch gefaltet. Und links neben ihm dann nochmal Menschen aus dem Bürgertum. Da sind auch Frauen darunter. Eine Krankenschwester kann man sehen oder eine Frau mit Sammelbüchse. Die Aufnahme ist vom 10. Oktober 1914. Und der Anlass dieses Gottesdienstes war sozusagen der Einfall in Antwerpen. Also die Deutschen haben Antwerpen eingenommen nach mehrwöchiger Belagerung. Und nun hatte man geladen, dort einen Dank- und Bittgottesdienst auf Kaiser, Volk und Vaterland durchzuführen. Und das ist genau der Ausgangspunkt meines Beitrags. Also ich will analysieren, was es im Prinzip mit diesem Ereignis auf sich hat. Und Gott sei Dank hat sich auch die Predigt erhalten, die Pastor Knoblauch dort hält. Sodass man relativ gut nachvollziehen kann, was die Intention dieses Ereignisses war und welche Rolle es gespielt hat. Also es war tatsächlich auch ein Ausdruck der Kriegseuphorie, die 1940 in breiten Teilen der deutschen Gesellschaft noch herrschte. Ein zweiter Teil meines Beitrags soll aber dann den Blick auf den Fotografen richten. Der ist natürlich nicht im Bild. Ich will aber zeigen, dass er nicht nur bloßer Kommentar dieses Ereignisses ist, sondern tatsächlich auch Träger und Träger der Bildwirkung und einen wichtigen Teil spielt bei der Inszenierung dieses ja, patriotischen, nationalreligiösen Events. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass zum einen der tatsächliche Standort des Fotografen wichtig ist für das Verständnis des Fotos, dass aber gleichzeitig auch seine gesellschaftliche und seine politische, also sein gesellschaftlicher und politischer Standort auch sozusagen ja, Erklärungsmuster für dieses Bild liefert. Ist das, habe ich das so richtig verstanden? Das oder? Ist richtig. Also ganz praktisch, Motzkus ist der Fotograf dieses Bildes. Er hatte vielleicht nicht viele Möglichkeiten, dort am Treppenaufgang seine Kamera aufzubauen. Was man aber sieht, es ist eine leichte Untersicht und dadurch wirkt natürlich der Pastor oder die Menschen noch sehr, sehr viel monumentaler und auch die Kirche im Hintergrund. Aber natürlich spielt auch die gesellschaftliche Stellung von Motzkus eine Rolle, weil auch Motzkus war ein Vertreter dieses Bürgertums, was wir dort sehen. Und er inszeniert dieses Bürgertum und dieses Event. Also Motzkus war sicherlich in der Stadt bekannt. Er war einer der Ersten, der ein Auto besaß. Er war auf vielen Veranstaltungen und gerade solche Veranstaltungen mit so einem militaristischen Touch. Dort hat er viel fotografiert. Und er war, glaube ich, ein stolzes Mitglied des Bürgertums. Mhm. Und als solches war er eben auch dort vor Ort
Und natürlich spielt es eine Rolle, wie er dort fotografiert. Mhm. Mhm. Den Beitrag von Ihnen hat ja Herr Watermann betreut. Ich habe aber so am Rande immer mitbekommen, dass dem eine sehr aufwendige Bildrecherche vorausgegangen ist und dass dann auch bestimmte Zuschreibungen, Zuordnungen doch nochmal komplett geändert werden mussten. Genau, also das, es handelt sich hier um eine Serie von Fotos. Also Motzkus hat so um die 10 Bilder aufgenommen. Die liegen im Stadtarchiv und sind verzeichnet mit Kaiserbesuch 1903. Und wir wissen, dass anlässlich des Kaiserbesuches auch die Pauluskirche eröffnet wurde. Und ich bin dann eben davon ausgegangen, dass diese Bilder von dieser Eröffnung stammten. Herr Watermann hat aber in diesem Buch auch einen Beitrag über den Kaiserbesuch gemacht. Und er hatte natürlich auch Bildmaterial vom Kaiserbesuch, das wir dann vergleichen konnten. Und es war ziemlich schnell klar, dass diese Aufnahmen sehr viel später entstanden sein mussten. Indizien waren vor allem eben die Höhe der Bäume. Also es gibt einige Bilder von Motzkus, wie er so die Massen fotografiert. Und die Bäume sind schon sehr, sehr hoch, während bei der Eröffnung der Pauluskirche, die ja gerade erst gepflanzt wurden. Die andere Sache ist dann tatsächlich die Bebauung des Paulusviertels bei der Eröffnung der Kirche. Da stand die Kirche ganz allein auf diesem Hügel und rundherum war noch sehr viel Platz, während auf den Bildern von Motzkus schon eine sehr enge und sehr abgeschlossene Bebauung zu sehen ist. Also das waren so unsere Indizien. Und als wir uns die einzelnen Bilder dann genauer angeschaut haben, haben wir auch gesehen, dieser Jungdeutschlandbund, ein Indiz, der 1911 erst gegründet wurde. Ja. Es gab die Krankenschwester, es gibt auch einen Mann, der ist verwundet, der hat einen verbundenen Arm. All das ließ uns das schon in die Nähe des Ersten Weltkriegs rücken. Aber immer noch war nicht klar, was es jetzt tatsächlich für ein konkretes Ereignis war. Und den Treffer landete dann auch Daniel Watermann, dem ich hier auch noch mal ganz herzlich danken möchte. Und zwar mit diesem Bild. Dieses Bild ist abgedruckt im Halleschen Kalender für 1915-16. Und es ist unterschrieben mit Dank- und Bittgottesdienst und dann eben das Datum. Und danach löste sich das auch alles auch schnell auf. Wir hatten dann die Berichte aus den Tageszeitungen und so weiter und dann war ich eigentlich erst in der Lage, diesen Beitrag zu machen. Zu dieser Tuschzeichnung, die jetzt im Bild zu sehen ist, da haben Sie ja noch was Interessantes zutage gefördert. Ich weiß nicht, ob die Regie jetzt mal die beiden nachfolgenden Fotos noch mal zeigen kann. Das ist das Hauptfoto und dann gibt es noch ein weiteres Foto. Genau, und weil das finde ich auch sehr spannend, was Sie da rausgefunden haben in Bezug auf diese Tuschzeichnung, die wir eben gesehen haben. Genau, also die Tuschzeichnung ist abgedruckt in dem Kalender. Die Tuschzeichnung gibt es noch im Original bei Ihnen im Stadtmuseum, aber auch da steht nichts weiter dran. Was mir dann aufgefallen ist, der Zeichner hat im Prinzip genau dieselbe Position wie die Kamera von Motzkus. Also es ist aus derselben Perspektive heraus und auch der Mann in der Mitte, das ist hier Major Rauchfuß auf dem Foto von Motzkus, der salutiert und genauso erscheint er auch in dieser Tuschzeichnung. Und wenn man sich dann noch ein paar Einzelheiten anschaut, zum Beispiel jetzt hier im Bild ganz rechts, ein Junge, er schaut, das Gesicht sehen wir nicht, er schaut zu dem Major und hat seinen Hut vor sich in den Händen. Und genau dieser Junge ist auch wieder in der Tuschzeichnung abgebildet, sodass man sich schon fragt, ob dieses Bild nicht als Vorlage für diese Tuschzeichnung gedient hat. Auch der Ausschnitt ist gleich, also die Seitenbegrenzung in der Tuschzeichnung ist natürlich die Pauluskirche, also der Turm rekonstruiert. Auch das ist natürlich, da ist das Bild auch manipuliert, idealisiert, es wirkt sehr viel monumentaler. Was aber auf der Tuschzeichnung nicht zu sehen ist, sind diese Fahnen, die hier geschwenkt werden. Und die verdecken ja hier doch einen ganz großen Teil der Szenerie. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen könnten, ein Bild. Nein, zurück. Dankeschön. Da ist die Treppe frei und genau so sehen wir das auch wieder auf der Tuschzeichnung. Also man sieht ganz eindeutig, dass der Zeichner hier zwei Sachen zusammengesetzt hat und ein sehr idealisiertes Bild von dieser Veranstaltung oder von dem Auftritt von Major Rauchfuß geschaffen hat. Was dann noch sehr interessant ist, dass Major Rauchfuß der Herausgeber dieses Kalenders war und wahrscheinlich diese Tuschzeichnung in Auftrag gegeben hat und vielleicht auch diese Bilder von Motzkus besorgt hat.
Was aber für Motzkos ziemlich dramatisch ist, Motzkos hat sich Zeit seines Lebens für eine Novellierung des Urheberrechts eingesetzt, mhm, und er ist an keiner Stelle in diesem Kalender genannt. Mhm. Sehr aktuelles Thema, ja, eigentlich, ja, auch. Also Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, was sozusagen ein Panorama sich auftut bei dieser bildgeschichtlichen Betrachtung von Fotografien. Wir machen jetzt weiter und einen zeitlichen Sprung. Wir begeben uns in den Sommer 1953. Es geht um den Volksaufstand am 17. Juni. Der Jahrestag dieses Ereignisses ist ja gerade noch nicht mal 2 Wochen her. Frau Fahrig hat sich damit beschäftigt, aber Sie sind nicht von einem Foto des Aufstands selbst ausgegangen, sondern von dem Foto, was wir hier schon mal gesehen haben und wo Sie schon angefangen haben, uns das zu erläutern. Frau Fahrig, nochmal, was ist auf dem Foto zu sehen? Also das Foto zeigt, wie Sie ja vielleicht vorhin schon mal beobachten konnten, eine Großkundgebung auf dem Hallmarkt von Halle. Wir wissen, wer redet, nämlich Walter Ulbricht, der damals mächtigste und wichtigste Mann in der DDR, der im Vorfeld dieser Kundgebung mit Blumensträußen, die Sie dort noch auf der Balustrade sehen können, die da abgelegt sind, also der im Vorfeld dieser Kundgebung begrüßt wurde von jungen Pionieren. Und ein Teil der Pioniere ist vermutlich dann auch in die Zuschauer reingewechselt. Denn wenn Sie nach unten schauen, von der Balustrade herunter, sehen Sie, dass in der ersten Reihe Kinder mit weißen Blusen sehen, die sich damit als Pioniere ausweisen. Nur schwer zu erkennen ist, dass zwischen den Pionieren und Walter Ulbricht vorn Uniformierte stehen, die das ganze Geschehen absichern. Der Platz scheint unübersehbar voll von Menschen. Die sind schon Tage vorher informiert worden, dass an dem Tag, das ist ein Freitag, am letzten Augustwochenende in Halle eine Großkundgebung stattfindet und dass sie doch bitte ihre Arbeit beenden möchten und von den Betrieben gemeinsam zur Großkundgebung auf den Hallmarkt kommen möchten. Jetzt haben Sie sozusagen dieses Bild, das ja bei uns im Stadtmuseum im Bestand ist und wo Sie auch eben ja schon gesagt haben, so, zuerst konnte man nicht so, sich so einen Reim drauf machen. Wie sind Sie dann vorgegangen, um sich den Reim zu machen, was es damit auf sich haben könnte? Ja, also wir sind, also was wir halt so merkwürdig fanden, ist, dass warum redet Walter Ulbricht an diesem Tag in Halle? Es ist der Vorabend des Laternenfestes, wo gemeinhin die Hallenserinnen und Hallenser feiern und nicht zu einer Kundgebung gehen. Eigentlich findet genau zu dieser Uhrzeit der Lampionumzug der Kinder statt. Aber der ist abgesagt bzw. nach hinten verlegt worden. Das fanden wir merkwürdig. Merkwürdig fanden wir, dass Walter Ulbricht da so oben steht und vor den Massen redet. Er ist nicht allein auf der Tribüne. Wir haben dann, und das beantwortet Ihre Frage, angefangen zu recherchieren. Wann das Foto entstanden ist, wussten wir, aber aus welchem Grund er da oben steht und redet. Und wir sind zunächst in die Tageszeitung gegangen und haben geguckt, was die Tageszeitung darüber berichten. Da gibt es die regionalen Tageszeitungen, zum einen die Freiheit, das Bezirksblatt der SED, also die Parteizeitung. Es gibt die Zeitungen der Blockparteien. Beide Zeitungsrichtungen berichten eigentlich Ähnliches. Und es gibt die überregionale SED-Zeitung, das Neue Deutschland. Und da zeigte sich dann, dass doch ein wenig unterschiedliche Berichterstattung stattgefunden hat. Und das wies uns dann auf den eigentlichen Grund dieser Versammlung. Ja, und was war der Grund? Der Grund dieser Versammlung ist, dass ich... Also es gab ja, glaube ich, einen offiziellen Anlass und es gab sozusagen den, der darunter lag. Der dann letztendlich auch die Bedeutung dieses ganzen... Ja. dieser ganzen Kundgebung zutage förderte. Ja, der offizielle Anlass war, dass die Sowjetunion eine Friedensnote verabschiedet hatte Anfang August und dass man diese Friedensnote, in der man aufrief, dass sich die Länder an einen Tisch setzen und Friedensverhandlungen führen, dass man diese Friedensnote den Hallensern und Hallenserinnen und Hallensern erzählen wollte.
Das war der offizielle Anlass. Das stand auch immer in der Zeitung drin. Hallenser kommt zur Großkundgebung, Walter Ulbricht will über die Friedensnote berichten. Aber ich hatte ja angedeutet, dass das neue Deutschland in zwei kleinen Sätzen auch erwähnt, was Walter Ulbricht bei dieser Kundgebung noch sagte. Er vergewisserte sich nämlich der Gefolgschaft seiner Zuhörer und dass sie den Volksaufstand vom 17. Juni als faschistischen Putsch ansehen würden und nicht mehr dieser Sache anhängen. In dem Zusammenhang ist dann ja auch hochinteressant der Bezug auf ein weiteres Foto. Also im Prinzip Ulbricht, wenn ich das richtig verstanden habe, nimmt Bezug auf den 17. Juni und der Fotograf, der die Aufnahme gemacht hat, nimmt Bezug auf ein anderes Foto, was auch unmittelbar vom 17. Juni stammt. Ja, wo wir auch sehr froh sind, dass dieses Foto heute existiert. Sie können ja sehen, wer uns das Foto zur Verfügung gestellt hat. Es ist auch fast ein Wunder, dass dieses Foto existiert. Diese Geschichte werde ich jetzt aber nicht erzählen. Die können Sie aber sehr gerne im Aufsatz nachlesen. Aber was Sie erwähnen, ist im Prinzip dieselbe Perspektive, die Fotografen eingenommen haben. Mit 2 Monaten Unterschied. Und natürlich mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Anlässen. Sie sehen hier Vertreter des Zentralen Streikkomitees des Volksaufstandes von Halle, die aus diesem Anlass, es ist auch wieder später Nachmittag, früher Abend, die zu diesem Treffen die Forderungen der Aufständischen verkünden, unter anderem freie Wahlen, unter anderem die Abschaffung der Normen, also das, was die Menschen zu der Zeit bedrückt und was sie nicht mehr weitertragen wollen. Das wird just in dem Moment von der Tribüne am Hallmarkt verkündet. Und das Bedeutsame daran ist, dass eben keine 2 Monate später der wichtigste Mann der DDR genau an dieser Stelle steht und ganz andere Sachen verkündet. Und das im Grunde genommen deutet das ja auch darauf hin, dass der Aufstand, der Volksaufstand am 17. Juni in Halle auch besonders als besonders schwerwiegend wahrscheinlich von Ulbricht wahrgenommen wurde, dass er sozusagen am Abend des Laternenfests hier auftritt, ja, oder? Ja, das ist richtig. Also Halle war eine der 3 Städte in der DDR, wo für kurze Zeit die Macht von Streikenden übernommen wurde. Es war eines der Hauptzentren im Osten. Hierher kommt eben Walter Ulbricht und redet. Es hat nicht nur in Halle solche Kundgebungen gegeben, die sind DDR-weit, haben die stattgefunden, aber er redet in Halle und verbreitet seine Haltung und beeinflusst die Menschen auch. Und es ist ja nicht die letzte Kundgebung, die hier stattgefunden hat. Ja, vielleicht mal kann die Regie das nächste Foto einblenden. Das haben Sie ja dann noch rausgefunden. Da war ich ja ganz begeistert, dass sozusagen das Foto im Prinzip nochmal überschrieben wird, ne? Das Foto vom 17. Juni. Das ist ein Zeitungsfoto, direkt aus der Zeitung vergrößert. Deswegen ist die Qualität auch, ich würde sagen, sehr mager. Man kann die Pixel regelrecht erkennen. Aber wir haben das Originalfoto nicht finden können. Aber für unseren Beweis reicht das eigentlich auch, dass eben weiterhin der Hallmarkt genutzt wird, um seine Macht zu demonstrieren, um die Bedeutung der Niederschlagung des Volksaufstandes zu zeigen. Sie sehen hier Erich Honecker am 8. Oktober. Es ist ein Tag nach dem Geburtstag der Republik. Man hat am 7. Oktober 4 Jahre DDR-Gründung gefeiert. Und die Abschlusskundgebung am Abend des 8. Oktober wird geleitet von Erich Honecker, damals Vorsitzender der Jugendorganisation FDJ, Freie Deutsche Jugend. Und er redet wiederum vor fast 80.000 Zuhörern, wenn man der Presse glauben darf, und belegt noch einmal, dass die SED die Macht wieder übernommen hat und der Volksaufstand symbolisch hier auch niedergeschlagen wurde. Ja, Ihr Aufsatz heißt ja auch, oder hat ja auch den Titel Zurück zur Tagesordnung. Ne? Mhm.
Ja, Frau Seeger und Frau Farch, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kenne ja die Beiträge schon, aber ich finde das immer faszinierend, wie Sie da vorgegangen sind und die Bäume an der Pauluskirche, was die Größe sozusagen für eine Bedeutung hat. Ich würde Sie gerne abschließend fragen, was Sie sozusagen aus der Beschäftigung mit den Fotografien mitgenommen haben. Also für mich war es erstmal sehr interessant, weil ich kenne hallische Stadtgeschichte auch nicht so. Also für mich ist das auch ein Zugang zu hallischer Stadtgeschichte. Und dann ist es natürlich spannend, dass man doch mit vielen einzelnen Quellen, die sich so immer wieder auftun, das Foto doch sehr gut und das Ereignis kontextualisieren kann. Was mir aber auch wichtig ist, ist immer zu sagen, dass so ein Foto hat ja auch eine Intention. Und Sie sagten es vorhin, dass wir in einer sehr visualisierten Zeit leben und dass wir auch bedenken müssen, dass so ein Foto genauso wie so ein Text ist. Ja, also wir können da sehr viel reinschreiben, wir können ihn polemisch verwenden, wir können ihn politisch verwenden. Und genauso ist das Foto eben auch nicht nur ein Bild der Realität. Frau Fahrig? Ja, ich kann mich dem anschließen, auf jeden Fall. Und dann muss ich sagen, dass ich es immer wieder spannend finde, regelrecht faszinierend, wenn man eben doch noch etwas Neues über ein Foto rausbekommt und das dem Ganzen dann auch eine bestimmte Bedeutung und ein neuer Zusammenhang geben kann. Ja, damit sind wir am Ende unserer digitalen Buchvorstellung angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Seeger und bei Frau Fahrig, bei der Landeszentrale für politische Bildung, dass sie diese Buchvorstellung möglich gemacht hat, bei der Technik. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, das, was wir uns vorgenommen hatten, zu realisieren, nämlich Ihnen einen Einblick in das Buch zu geben, Ihr Interesse zu wecken, Ihnen Appetit zu machen und vielleicht so ein bisschen von der Faszination, von dieser Entdeckerfreude, die wir selbst bei der Arbeit hatten, zu vermitteln. Vielen Dank und einen schönen Abend.